10. Juni 1944. Es ist gerade Mittagsruhe, als die SS-Einheit Das Reich in den kleinen französischen Ort Oradour-sur-Glane kommt. Zuerst trennt die SS die Männer von den Frauen und Kindern. Dann treibt sie die Männer in Scheunen zusammen und erschießt sie. Die Frauen und die Kinder werden in die Kirche gebracht und verbrannt. 642 Tote. Und die Frauen und Kinder? Man hat sie alle in die Kirche gebracht. Was dort geschieht, hat Marguerite Ruffange, die einzige Überlebende, beschrieben. Einige etwa 20-jährige Soldaten brachten eine Art Kiste, die sie im Altarraum abstellten. Schnüre hingen heraus. Sie wurden angezündet. Das löste eine starke Explosion aus und dann viel schwarzen Rauch. Marguerite Ruffange erlebt mit, wie die schreienden Frauen und Kinder im beißenden Rauch nach Luft ringen. Plötzlich gab es Gewehrsalven. Dann wurden Stroh, Holzstücke, Stühle auf die Körper geworfen. Madame Ruffange gelingt die Flucht durch ein Fenster ins Freie.